Auf geht's, Sportsfreunde! Sky-Moderatorin Nele Schenker macht euch fit. Die Ex-Leistungssportlerin begrüßt euch aus dem Elements Fitness und Wellness zum Sky Gym. Neles Workouts wöchentlich bei Sky Sport News und jederzeit abrufbar auf Sky Q. Hallo und hi in eurem Sky Gym zu einer sehr intensiven Einheit Abs und Booty Boost. Also 2 in 1, denn das hier sind eure größten Workout-Wünsche und auch meine Lieblingseinheiten. Und das bedeutet, wir trainieren einfach beides. 20 Übungen à 30 Sekunden, ganz ohne Pause. Auf geht's Richtung Knackpo und Sixpack. Wir starten durch und ich sag's euch, ich habe richtig Bock. Ach, das ist immer so herrlich, wenn man sich schon vorher auf so einen Workout richtig freut. Also 20 Übungen ohne Pause, wie gesagt. Und wir starten in Rückenlage mit einer Bauchübung, nämlich mit Crunches. Nach dem Piepton 30 Sekunden. Und ihr könnt sehr gern mit einsteigen. Auf geht's. Rückenlage, Beine gehen nach oben und die Finger zu den Fußspitzen. Atmen nicht vergessen, lächeln auch nicht. Ist das Übung Nummer 2? Wir drehen uns auf den Bauch, denn unser Popo ist dran. Der wird angespannt und ein Bein wird ganz kontrolliert nach oben geführt. Mach die Arschbacken richtig fest. Ebenfalls 30 Sekunden. Führt die Bewegung ganz kontrolliert aus. Konzentriert euch auf eure Ausführung und auf eure Muskeln. Übung Nummer 5, auch was für ein Arsch. Wir nehmen beide Beine nach oben und bilden ein V. Bicycle Crunches. Wir drehen uns wieder auf unseren Rücken. Eine Etage höher und rudern 30 Sekunden. Wir bleiben dran am Sixpack. Gerne in den Unterarmstütz und wir scheren die Beine. Ich zeige es euch mal aus der Perspektive, es besser zu erkennen. Und trainieren unsere Bauchmuskeln.
Workout ohne meine Lieblingsübung. Ihr kennt sie, den Hydranten. Wir gehen in die Baustelle, Bankstellung. So. Also wir gehen in die Bankstellung und führen ein Bein angewinkelt zur Seite. Bankstellung runter in den Plank und wir gehen in den Spider Plank. Zieh durch, nicht nachlassen. Ist schon Übung Nummer 11. Haben also schon über die Hälfte geschafft. Auf geht's. Wir bleiben im Plank und machen Jets. Schiebt euch schön nach vorne, die Bauchmuskeln sind ganz doll angespannt. Die dürfen jetzt auch schon ein bisschen brennen. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Gebt Gas. Und wenn die Tür ins Schloss fällt und mein Kino im Kopf quält, werden alle Zimmer geflutet, Kämpfe um Luft im Strudel bis zur Lähmung. Nein, es ist gar nicht okay. Für dich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Wir drehen uns auf die Seite, gehen in den Zeitplank. Für die Anfänger haltet bitte genau diese Position. Für die Pros, ihr könnt hier noch gerne einen Impuls mit reingeben. Das ist was Gutes für unsere seitliche Wirbelsäule. Seite. Ich drehe mich so, dass ihr mich noch von vorne sehen könnt. Auch hier gilt, halten oder einen Impuls reingeben. Bitte beide Seiten aber gleichmäßig belasten. Dass es mir jetzt genauso geht wie dem Typen davor. Kratz an meinem Ego. Nein, das ist gar nicht okay. Für mich ist das Sitzen bis spät. Für dich ist es Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst. Wir legen uns auf den Bauch, Beine sind angestellt, Arsch ist angespannt, ein Bein geht nach oben und hier zur Seite weg. Macht den Po ganz fest, so fest ihr könnt. Und die andere Seite. Du musst tanzen. 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 Wir winkeln die Beine an, nehmen die hier hoch, spannen ganz fest unser Hinterteil an und bilden jetzt mit den Knien ein V. Öffnen und schließen also. Oben die Füße bleiben zusammen. Und wir halten hier oben, wollen unseren Arsch mal richtig zum Glühen bringen. Spannt ihn so fest, alles nur geht. Es muss richtig wehtun. Gebt nochmal alles. Ach, herrlich.
So, wir gehen in den Plank. Wer jetzt denkt, das ist die vorletzte Übung, tja, verarscht. Wir bleiben jetzt eine ganze Minute im Plank. Also Übung 19 plus 20 ist dieser Plank. Haltet euch hier. Wir geben noch mal gemeinsam alles auf unsere Bauchmuckis. Zieht durch. Und wir machen weiter. Nochmal 30 Sekunden. Ihr kennt mich, Sky Gym, letzte Übung. Immer nochmal eine Challenge. Und das ist sie für diesmal. Eine Minute Plank, wir schaffen das gemeinsam. Bleibt schön fest. Nur noch 10. Zieht durch. Sehr gut. Ganz stark. Ach, herrlich. Das war richtig gut anstrengend. Ich könnte es glatt nochmal machen. Wenn es euch auch so geht, dann gar kein Problem. Geht auf unsere Sky-Plattform. Da ist dieses Workout und auch viele weitere für euch abrufbar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis bald hier im Sky Gym.